Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man sich mit solchen individuell angefertigten Bleaching-Schienen zu Hause richtig die Zähne bleicht. Also, bleibt dran! Ich habe bereits ein Video zum Thema Bleaching gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt auf, hier zu gucken. Schaut euch erst mein anderes Video an über das Bleaching, das verlinke ich euch einmal. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr das vorher anguckt, weil in dem anderen Video kläre ich all eure Fragen rund ums Thema Bleaching. Zum Beispiel, ob Bleaching schädlich ist, wer bleachen darf, wann man bleachen darf, was man vor dem Bleachen beachten muss, was man generell auch während des Bleachings beachten muss, was für verschiedene Methoden es gibt, was es eigentlich mit aufhellender Zahnpasta oder mit Hausmittelchen. All diese Fragen kläre ich in dem anderen Video. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt auf zu gucken und schaut euch erstmal das andere Video an. Und falls ihr das jetzt schon gesehen habt, dann erkläre ich euch jetzt in diesem Video, wie ihr mit solchen Schienen zu Hause richtig die Zähne bleicht. Das heißt, diese Schienen bekommt ihr ja von eurem Zahnarzt. Das heißt, wenn euer Zahnarzt euch die Schienen gibt, dann wird er euch ja auch nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert und wie ihr es anwenden sollt. Es kann dann gewisse Abweichungen geben, je nachdem welches Gel ihr bekommt und von welchem Hersteller das ist, kann es ein bisschen abweichen. Und er wird euch das ja deswegen nochmal genau erklären. Und dieses Video soll einfach mal ein Einblick für euch sein, wie das Ganze funktioniert, wie es abläuft, also wie man sich mit solchen Schienen zu Hause die Zähne bleicht. Ihr bekommt also von eurem Zahnarzt zwei Bleaching-Schienen. Die sind speziell individuell für euch im Labor angefertigt worden. Ihr bekommt dann eine für oben und eine für unten. Und außerdem bekommt ihr noch so ein Bleaching-Gel in einer Spritze. Und dieses Gel solltet ihr am besten im Kühlschrank aufbewahren. Bevor ihr anfangt zu bleachen, solltet ihr euch erstmal überlegen, wann ihr bleachen wollt, ob tagsüber oder über Nacht. Das Bleaching-Gel sollte nämlich mindestens 2 Stunden lang einwirken und nach etwa 4 Stunden hat es keine Wirkung mehr oder so gut wie keine Wirkung mehr. Das heißt, nach 4 Stunden könnte man es eigentlich rausnehmen. Die meisten von euch werden aber keine Zeit dafür haben, die Schienen tagsüber 2 bis 4 Stunden lang zu tragen. Denn wenn man die Schienen drin hat, kann man zwar noch sprechen, aber nur bedingt. Das hört sich dann ein bisschen komisch an. Das heißt, selbst wenn ihr Homeoffice macht und dabei telefonieren müsst, könnt ihr das eigentlich nicht verwenden währenddessen. Außerdem solltet ihr, wenn ihr die Schienen tragt, nichts essen und nichts trinken. Das heißt, die allermeisten von euch werden die Schienen nachts tragen, was auch überhaupt kein Problem ist, wenn sie 8 Stunden am Stück drin sind. Nach 4 Stunden hat das Gel zwar keine Wirkung mehr, aber das macht auch überhaupt nichts, wenn das Gel länger drin bleibt. Und dann solltet ihr euch, bevor ihr bleacht, erstmal ganz, ganz gründlich die Zähne putzen und auch die Zahnzwischenräume pflegen, damit eure Zähne erstmal ganz sauber sind, bevor ihr bleacht. Dann gebt ihr das Bleaching-Gel in die Schiene. Dabei müsst ihr die Schiene nicht komplett mit dem Gel füllen. Es reicht vollkommen aus, das Gel nur auf die Außenflächen aufzutragen, das heißt auf die Flächen, die später außen an euren Zähnen drauf sind. Das reicht vollkommen aus. Das heißt, ihr tragt eigentlich so eine kleine Wurst auf, einmal ringsherum entlang der Außenflächen. Und dann setzt ihr die Schienen ein. Ich zeige euch das mal eben anhand von Oscar, der muss mir eben wieder helfen. Und dafür muss ich ihm erstmal wieder den Kiefer aushaken. Ich frage mich, ob er mir das jemals verzeihen wird, so oft wie ich das schon gemacht habe bei ihm. So, dann setzt ihr also die Schienen ein. Die passen jetzt Oscar natürlich nicht, weil es nicht seine Schienen sind. Aber so ungefähr. So, oben und unten habt ihr dann eingesetzt. Und dann drückt ihr das außen so ein bisschen an, an die Außenflächen, wo das Gel ist. Und wenn das Gel jetzt irgendwo rausquillt, nehmt ihr einfach ein Wattestäbchen und streift das bisschen ab. Es ist theoretisch nicht schlimm, wenn das Gel das Zahnfleisch berührt, also nicht in den Konzentrationen von Wasserstoffperoxid, die ihr zu Hause verwendet. Das macht eigentlich nichts. Ich würde es trotzdem abstreifen, zumal es auch einfach nicht so gut schmeckt. Ja, dann lasst ihr das jetzt 2 bis 4 Stunden oder eben über Nacht drin. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Schienen raus sollen, dann zieht ihr sie einfach wieder ab, nehmt sie raus und dann spült ihr euren Mund ganz, ganz gründlich mit lauwarmem Wasser ab. Lauwarm deshalb, weil die Zähne direkt nach dem Bleachen ein bisschen empfindlich sind. Also
kaltes Wasser ist zu kalt und heißes zu heiß. Das heißt, nehmt am besten lauwarmes Wasser, spült euren Mund ganz, ganz gründlich aus. Ihr könnt auch ein bisschen den Finger zu Hilfe nehmen und das Gel abstreifen, aber jetzt noch nicht die Zähne putzen. Ihr müsst erstmal eine halbe Stunde noch warten und nach einer halben Stunde erst die Zähne putzen. Weil, wie gesagt, direkt nach dem Bleachen sind die Zähne sehr, sehr empfindlich und das muss ich erstmal ein bisschen neutralisieren und dann nach einer halben Stunde nochmal die Zähne putzen. Das heißt, wenn ihr die Schienen über Nacht tragt, dann müsst ihr morgens auf jeden Fall die Zeit noch mit einplanen, diese halbe Stunde, dass ihr nicht denkt, ihr könnt direkt, wenn ihr sie rausnehmt, irgendwie was essen. Das funktioniert so leider nicht. Ihr müsst dann nochmal eine halbe Stunde warten. Ja, und wenn ihr so gebleicht habt, wie ich euch das gerade erklärt habe, dann reicht das Bleaching-Gel für etwa 2 bis 3 Tage. Ihr müsst also nach 2 bis 3 Tagen, wenn das Gel leer ist, euch überlegen, sind eure Zähne jetzt hell genug und habt ihr den Effekt erreicht, den ihr gerne hättet. Wenn nicht, dann müsst ihr nochmal eine zweite Spritze Bleaching-Gel bei eurem Zahnarzt nachkaufen. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr selbst schon gebleicht habt und wenn ja, mit welcher Methode und was so eure Erfahrungen damit waren. Das würde mich riesig interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.